Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 10.08.2022. Und wir hatten uns am DAX gestern zwei Varianten mitgegeben. Die Rakete, ne, zum Kneten oben raus, oder die Flagge. Die Rakete ist es nicht geworden, er hat es ein bisschen umgeformt, ist jetzt auch schön, aber eben nicht die Rakete geworden. Es ist die Flagge, die sich hier noch ausweiten sollte auf 45, 520, hat man besprochen. Das ist genauso auch gekommen. Dann er hat nicht die 700 und auch nicht die 680 zum Start überwunden bekommen. Das waren ja, oder sollten Signalgeber sein, dass man erkennt, okay, jetzt Rakete oben raus und weiter. Ist nicht eingetreten, hat jetzt die Flagge nach unten rausgespielt. Damit hat er natürlich ein schönes Niveau erreicht, von dem aus sich jetzt natürlich auch eine Trendfortsetzung anbieten würde. Ja, und Fakt ist aber, er muss halt auch hoch, ne? Also nur alleine hier so eine flache Unterkante zu erreichen, reicht da noch nicht. Mindestens mal über 5,70, ja, 5,60, 5,70, da einmal wieder drüber, würde zum Mittwoch das so ein bisschen einteasern. Und dann will ich den aber trotzdem über 680, 700 wieder sehen, dass man hier auch wirklich über höhere Ziele dann sprechen kann. Also das würde ich schon gerne auch noch sehen wollen. Einfach als Absichtserklärung von ihm, dass er da wirklich tatsächlich auch die Flache anspielen will und das nicht bloß eine Bullenfalle wird letztendlich. Und ja, würde mindestens mal, also über hier 5,70, 5,80, da was, 5,60, das was, da einfach nochmal drüber. Das mindestens und dann gerne auch noch die 6,80, 700, dass man halt wieder richtig nach oben ansehen können. Ja, das wären dann aber auch die Anlaufstationen von unten. Von daher, wir haben eine gute Ausgangslage, wir haben bisher eine stimmige Flagge, sieht gut aus, aber man muss eben auch ein bisschen kommen. Jetzt hier 8, 9, 10 Stunden auf der Seite rumzueiern, auf der Kante, das macht sonst natürlich auch irgendwo ein bisschen so eine Ausreißerchance auf, ne? Solltet ihr nämlich abhauen, also ich rede jetzt nicht nur von einem kurzen Start hier in die 500 und wieder hoch zurück, sondern solltet ihr wirklich abhauen, sich hier drunter etablieren, tiefere Tiefs über den Tag hinaus ausbilden, kann der Mittwoch natürlich auch relativ lang durchziehen. Ich sag mal, aus der Ebene glänzt hier schon fast so eine 200er MA im Bereich um 13.200. Das wäre vielleicht ein bisschen viel für den Anfang, aber 450, 400 wäre jetzt so die nächste Anlaufzone, ne, wenn er sich gar nicht gefangen kriegt und die Flagge auch nicht spielen möchte. Das könnte ich mir noch gut vorstellen und dann kann der durchaus hier noch ein gutes Stück nachrutschen, dann auch über den Donnerstag und dann erst aus dem Donnerstagnachmittag versuchen aufzusteigen, wenn das eben hier jetzt nicht schon reicht. Das rein technisch betrachtet würde es reichen, aber es müssen halt auch Käufer kommen. Wenn da keine Käufer kommen, dann spielt er noch eine andere Karte aus halt, ne? Also von daher, ich möchte den wirklich gerne dann über, naja, hier 5,70, 5,60, 5,80 und dann oben auch über die 6,80, 700 wieder drüber sehen. Und dann ist er in der Trendfortsetzung, dann kann er neue Hochs bilden, dann kann er wieder die alten Ziele anlaufen, muss aber auch so kommen, ne? Also, das reicht nicht. Ja, muss auch Stärke zeigen. Gut. Okay, ja, eigentlich ist es das. 450 haben wir gesprochen, 400. Und wenn es ganz blöd läuft, kann man sogar dann über Donnerstag, ja, haben wir alles besprochen. Von daher mache ich hier zu. Wünsche euch gutes Gelingen, viel Erfolg und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.